Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als allererstes vielen Dank an Christian von der Firma Polybauer. Es ist wieder Track Day, Oschersleben. Das heißt, wir können heute jede Menge Blödsinn machen, was wir auch tun werden. Weil freies Fahren, Open Pitlane, man kann einfach ballern. Jetzt haben wir ja ein Fahrzeug mit. Unschwer am Kennzeichen kann man sehen, dass dieses Fahrzeug dem Mann hinter der Kamera gehört, nämlich Nico. Hallo. Erstmal vielen Dank, ne, dass wir hier heute... Ich danke dir. Ich habe auch Bock. Ach, Papalapap, was machen wir heute? Also, wir haben uns Folgendes überlegt. Christian hat immer während seines Trackdays ein paar Reifenpartner mit am Start. Deswegen Partner von diesem Video, Yokohama, vielen, vielen Dank. Wir kriegen nachher einen Satz Semislicks zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können jetzt hammerhart auf der Strecke testen. Diese alten Knochenreifen, vorne, hinten, Allwetter sogar, gegen ein Semislick. Nico wird fahren mit den alten Reifen eine Zeit, dann kommen die Yokos drauf, da fahren wir eine Zeit und dann als Kleinigkeit zum Schluss machen wir mal den 1:1 Vergleich, dann fahre ich eine Zeit. Dieses Zeitfahren machen wir wirklich wie bei Grip, nicht ich nehme das Auto, fahre 30 Runden, bis ich eine Zeit habe, sondern ich fahre eine Einführungsrunde, fahre dann eine Runde, wenn da ein fetter Schnitzer drin ist und wir sagen, ey, ich kriege noch eine zweite Runde, dann machen wir das gemeinsam aus und wenn nicht, zählt die Zeit. Wir können ja mal eine Prognose abgeben, nicht wer von uns beiden schnell ist, man muss dazu sagen, Nico ist auch schnell, deswegen machen wir das Ganze ja auch, sondern wie groß der Unterschied zwischen den Reifen und den Semis ist. Ja. Jetzt muss man die Semis natürlich ein bisschen einfahren, das wirst du dann schon machen, aber ich sage mal vorsichtig, da wir non-prep mit den Pellen gleich auf die Strecke gehen, das heißt keine Luft ablassen, gar nichts, sondern einfach nur eine Runde fahren. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber eigentlich müssen wir doch so von, weiß ich nicht, 5-7 Sekunden reden, so in den Dreh, oder? 7 Sekunden, boah, aber 5 Sekunden denke ich schon. Man darf nicht vergessen, das Ding ist jetzt leistungsmäßig mit den 280 PS nicht so, dass man unbedingt hinten den ultra krassen Semislick-Reifen braucht. Genau. Andererseits, Originalfahrwerk ist es halt auch so, dass man natürlich, je besser der Reifen ist, je besser wird das alles kompensiert. Ne? Muss man dazu sagen, wir haben gestern tatsächlich noch neue Bremsbeläge draufgesteckt. So, hier sind nochmal schnell gestern 19 Uhr vor der Firma die beiden Kamerajungs zusammen. Aus dem Media-Team wurde ein Schrauberteam. Und wir haben immerhin nochmal vorne hinten neue Beläge draufgesteckt und nochmal Bremsflüssigkeit getestet. Weil, wenn die Bremse versagt, ist immer nicht gut. Also Bremse wirklich immer im Blick haben und machen. Okay, haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Ja, also wir haben hier den Victra Sport gerade drauf. Man sagt sich ja eigentlich, dass das der beste sein soll für dieses Auto. Wo hast du eigentlich diese Pellen her? Die waren schon drauf. Und Green, hinten... Alter, und hinten den Grandlander. Den Grandlander. Den Allwetter. Also sowohl vorne als auch hinten habe ich die Marke wirklich mein Leben noch nicht gehört. Bin wirklich gespannt. Du bist ja schon einmal Bilzerberg mitgefahren. Genau, ja. Wie war das? Fährt der überhaupt so, oder? Der fährt vom Grundkonzept, sage ich mal, ist das ein echt gutes Auto. Mhm. Er ist 50-50 verteilt. Also das merkt man schon... Aber hast du gemerkt, dass die Reifen da schon am Limit waren? Ja, na klar. Reifen komplett. Und da war hinten ja auch noch der Victra Sport drauf. Tendenziell eher einlenken oder Bremse oder Gas geben? Oder alles? Einlenken. Einlenken. Einlenken, okay. Brutal auf jeden Fall. Also vorne, ne? Ja. Ja. Ja, Traktionsprobleme wird man hier nicht haben. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir räumen die Bude mal aus, schmeißen die GoPros rein und fahren erstmal die knochenharten Reifen ein bisschen heiß. So Nico, los geht's. Let's go. Dein Helm und die Handschuhe sehen auf jeden Fall hier schon mal sportlich aus. Fürs Feeling. Nee, ganz entspannt. Also ich habe halt auch wirklich kein Vertrauen in diese Reifen, muss ich sagen. Ja, ja, nee, ist auch so. Deswegen will ich jetzt nicht bei der ersten Runde... Also nochmal für die Zuschauer, es geht jetzt hierbei um Folgendes. Nico wird jetzt gleich mit den alten Pellen eine Runde fahren. Danach ziehen wir die schönen Yokohamas auf. Dann gucken wir mal, wie viel wir die Zeit so verbessern können. Ne? Ich bin gespannt. 5 bis 7 Sekunden waren dein Tipp. Ja. Boah. Was denkst du generell, was das Auto hier so fährt? Na, 1,50 vielleicht. Mit den Reifen jetzt gerade drauf? Also ich sag mal so, mit den Reifen glaube ich schlechter sogar. Wenn ich die Zeit gleich weiß, die er mit den Reifen fährt, dann weiß ich, wie viel man sie noch verbessern kann. Weil wenn wir jetzt schon mit den Reifen 1,50 fahren... Nein, nee, das glaube ich nicht. Da 5 bis 7 Kunden drauf, 1,45 ist schon... Nee, ist schon ich glaube mit neuen Reifen 1,50. Lass es eine 1,57 sein, weil ich mich nicht traue oder so. Also wir machen Folgendes. Wir wollen das Ganze natürlich möglichst fair halten. Das heißt, du musst schon sagen, ob das jetzt für dich eine Runde war, die genau, wir ja. So von der Wertung her nehmen. Ne? Oder ob du sagst, lieber, nee, ich brauche da eigentlich noch mal eine für. Weil ein bisschen mehr geht da schon noch halt. Ne? Aber schon eine geile Nummer. Hat mich immer mal interessiert, wie groß der Unterschied zwischen Semis und alten Reifen ist. Vor allem hier, wir haben ein Serienauto ohne Fahrwerk, komplett Serie. Aber jetzt die Dinger hier sind halt so tot, dass ich deswegen eigentlich der Meinung bin. Und die Mischung. Vorne den Sportreifen, sag mal, und hinten den Allwetter. Aber das muss man echt sagen, das ist hier bei den Polybauer Track Days echt gut gemacht. Wir haben hier eine Ampel, man sieht, wie viel auf der Strecke sind. Die Ampel zeigt rot an. Das heißt, man weiß jetzt,
wie lange man warten muss. Also nee, man weiß nicht, wie lange man warten muss, aber man weiß, dass man warten muss, bis ein paar Leute da rausfahren. Man weiß, dass man warten muss. Jetzt war es so, also, wir waren ja schon driften mit dem Auto. Ich mache hier nochmal die Infokarte zu dem Video rein. Das ging doch schwieriger als gedacht. Wir hätten gedacht, dass es einfacher ist. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie er sich hier auf Rennstrecke schlägt. Wobei ich sage, dass es am Asphalt lag, ne? Mhm. Da war schon irgendwie gut griffig der Asphalt auf einmal. Ja, ein GT3, nee, ein GT3 kommt noch, den werden wir durchlassen. Jetzt kannst du. Ah, Nico, haben wir gleich einen passenden Gegner hier. Du machst das schon hier. Direkt ranhalten. Der Polybauer Track, der ist übrigens im Rahmen der Asia Arena. Die bauen hier alle gerade schon ihre Zeltplätze auf. Alter, ich glaube, hier wird am Wochenende so die Hölle los sein. Alter, die Honda ist hier. Aber so auf den ersten Metern, muss ich sagen, gar nicht so schlecht eigentlich, ne, das Auto. Ja, die Gewichtsverteilung merkt man sofort, ne? Ah, das denkt sich der GT3-Fahrer ja auch. Golf 4 R32, das erste Mal, dass ich das Auto auf der Rennstrecke sehe, ehrlich gesagt. Hörst du? Ja. Er schmiert schon. Also man hört schon, wie er anfängt so, ne? Ah, ich glaube, mit den Semis nachher wird das eine ganz andere Liga. So, Laptimer läuft. Echt ein richtiges Trick-Tool, der 32er. Also, Nico lässt es hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen sportlicher angehen. Also, Linie und so sieht alles schon echt ganz gut aus, muss ich sagen. Da geht der M3 innen vorbei. Ah, da ist der Reifen schon am Abbauen. Klares GR4. So, erste Runde starten wir mal. Aber leistungsmäßig gefühlt auf Drehzahl kommt er dann, ne? Ja. Er ist gar nicht so sehr, wie man sagt, dass der untenrum so extrem kommt. Trotz des Hubraums fühlt er sich auf Drehzahl eigentlich ganz wohl. Der S3, den müssten wir, also mit Semis müssten wir so eine S3 eigentlich auf der Fahrwerkshöhe und so eigentlich schon ganz gut dabei sein. Dreifach links ist immer die Einfahrt wichtig. Was hast du jetzt mit ESP und so hier gemacht? Alles aus? Der ESP ist gerade noch an, tatsächlich. Das sollten wir vielleicht mal ausmachen. Und nicht immer deinen Driftknopf? Den Driftknopf, genau. So, jetzt ist auch die Lampe an der ESP auf. Junge, hat er den Theke auf den TT geflankt da. Was ich auf jeden Fall sympathisch finde, ist, wie du die Curbs schon mitnimmst. Aber man sagt nicht ohne Grund, ganze Fahrbahnbreite nutzen. Das macht er hier eigentlich noch ganz gut. Schön. 2 Minuten 6 gehen wir ins Rennen hier. Jawohl! Beim Runterschalten kündigt er sich leicht an hinten. Ja, hinten haben wir wenig Gewicht drauf. Wenig Gewicht und Scheißreifen. Genau. Beste Kombi. Immerhin ist der Tank fast voll. Vor uns kleines TT-Duell hier. Männlich hat man gesehen, so wie der TT da rübergegangen ist. Die beiden Gummibrüder vor uns im TT hier. Temperaturen alle gut. So eine Runde mal ein bisschen kalt rollen lassen und dann genau. Noch mal eine angehen. Würde ich auch sagen, ja. Ein bisschen weniger Verkehr vielleicht. Ah, ich glaube, ich fahre die Kurve hier falsch. Ich glaube, ich müsste sie spitzer reinfahren und dann noch wieder spitzer verlassen. Ne? Ich darf keine Tipps geben. Ach ja, stimmt. Let's go! Unter 2 Minuten schaffen wir auf jeden Fall. Ah, beim Anbremsen fängt schon richtig Spaß zu machen, ne? Ja. Aber das wird mit den Semis sofort weg sein.
erster Sektor war minimal schneller. Dass die Hinterachse langsam kommt. Das fühlt sich echt schon ganz gut an. Wuhu! Driftvideo war übrigens das letzte, ne? Ah, schade. Doch, immerhin, 2 Minuten 0. Ich glaube, für den Reifen reicht das jetzt erstmal. Reicht, ne? Ja. Ich denke auch. Ich will jetzt auch nicht zu viel riskieren, nachher landen wir noch im Graben, bevor wir die erste Runde gefahren sind mit neuem Reifen. Also 2 Minuten 078 ist die Zeit mit nicht präparierten Reifen einfach auf die Strecke fertig. Natürlich könnten wir jetzt hier ein bisschen Luft ablassen und mit Sicherheit hier und da noch was rauskitzeln, aber bei einem Reifen, der eh schon am Limit ist, noch anfangen mit Luft ablassen und so weiter. Hier geht es wirklich darum zu gucken, was wir holen können. Deswegen. Wir haben ja auch vorher auch keinen Luftdruck gemessen, also es war wirklich Worst Case. Ich bleibe bei meinen 5 bis 7 Sekunden. Inzwischen ich auch, ja. Das war die Hohle, weil es wird gleich alleine vom Einlenken her, du wirst ausrasten, wie das Auto mit den Yokohamas gleich gerade so durch diese ganzen Kurven so reinfährt. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber auf jeden Fall, saubere Runde, fühlt sich echt gut an. Also weißt schon, was du hier machst. Und jetzt geht's los, Reifen uns. Guido, es ist soweit. Verantwortlichen Christian, erstmal geiles Event, immer wieder gerne hier und auch vielen Dank, dass wir heute für unsere Zuschauer diesen Vergleich machen können, Semi-Slick gegen Uralt-Reifen. Ja, ich bin gespannt, was ihr gleich sagt. Yokohama, was haben wir? Welcher Reifen haben wir jetzt hier drauf? Wir haben hier drauf den A052, ich zeige mal den hier. Ein bisschen breiter sieht das schöner aus. Ne? Den haben wir euch jetzt draufgezogen. Vorne zu 25-40, hinten ein bisschen breiter. 40-40, genau. Zu 45-40, glaube ich, genau. Das ist ein straßenzugelassener Semislick. Der funktioniert auch richtig gut bei Nässe, ohne jetzt andere Semislicks schlecht machen zu wollen. Ist das meiner Meinung nach der beste Semislick, den du bei Nässe fahren kannst. Mhm. Können wir heute schwer testen. Vom Unterbau her ist das die gleiche Technik wie bei dem A005 Slick von Yokohama. Also schon sehr, sehr viel Rennsporttechnik, die da drin steckt. Die Mischung obendrauf ist natürlich für die Straße angepasst. Hält sehr, sehr lange. Ich finde, Yokohama Slicks erkennt man immer daran, dass die Profilriefen so krass breit und tief sind. Also die haben so wenig, aber große Rillen. Gut, die haben so viel Positivanteil halt genommen, wie es nur geht. Aber trotzdem halt noch mit einer super Wasserverdrängung. Dafür sind die beiden breiten Rillen hier dann halt da, dass das Wasser unterm Reifen weggeht. Deine Prognose gegenüber den alten Pellen, was denken Sie, wie schneller wird er? Habt ihr eine Zeit gefahren? 2 Minuten. 2 Minuten. Boah, also 5 bis 10 Sekunden sind da locker drin. Ja, ich habe 5 bis 8 gesagt. So ja. Also das ist ganz klar machbar. Ne? Luftdruck, also wir fahren jetzt einfach erstmal raus, dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal anpassen wahrscheinlich. Gucken, also ich würde jetzt mit 2-Bar-Riesen vielleicht mal rausfahren, mal gucken, wie sich entwickelt nach 3-4 Runden und dann nochmal ein bisschen korrigieren. Ne? Hey. Also wenn ihr mit dabei sein wollt, Firma Polybauer bietet hier immer Trackdays an und was immer geil ist, ihr habt sogar, wie man sieht, einen Reifenservice vor Ort. Genau. Weil den einen oder anderen gibt es eben doch, der nochmal schnell ein paar Reifen braucht. Ja, so. 85 Reifen notiert heute, hätte ich im Leben nicht gedacht. Das ist viel. Krass. Ja. Vielen Dank, ich würde sagen, wir starten mal. Anderthalb Stunden haben wir noch und müssen mal hier eine Zeit raus. Also ich bin echt gespannt, was jetzt gleich passiert. Ich auch. Von den alten Dingern auf die neuen, das sage ich, wird man schon merken. Ich denke mal, also, wir fahren jetzt so 4-5 Runden. Dann fahren wir auf jeden Fall einmal raus, nochmal einmal zum Luftdruckcheck. Ja. Let's go, let's go! Ich sage, erste Runde wird schon schneller sein als die letzte Runde. Meinst du? Ja. Eigentlich so schon. Ja, das kann gut sein, ja. Yes, so macht das Ganze noch mehr Spaß. Gleich vom Einlenken her, ganz anderes Auto, ja, oder? Ja, voll. Oh, guck mal, hier war gerade, glaube ich, gerade einmal Leitplanke oder kurz davor.
Ich finde bei neuen Reifen immer wieder krass, wie, also das ist jetzt ja hier kein Auto, wo man es leistungsmäßig an der Hinterachse merkt, ne? Ja. Sondern einfach vom Einlenken her, wie das Auto auf einmal hier, der fängt jetzt endlich mal tatsächlich an so zu arbeiten einfach mit den Reifen. Ne? Jetzt geht es auch das erste Mal ja richtig in den Gurt rein. Aber geil, oder? Ja, mega. Also lenkt gefühlt echt schön ein. Ja, 5 Sekunden schneller schon mal. Weil man darf immer nicht vergessen, der wird jetzt gerade schon, wenn du mit 2-0 rausfährst, wird zwangsweise erstmal zu viel drauf sein. Ja, definitiv. Guck mal, auch hier kommt gar nicht mehr im Heck, ne? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also da ist doch auf jeden Fall Reserve offen. Ja. Also bevor hier jetzt beim Einkuppeln das Heck ein bisschen kommen wird, wird es immer so sein, dass er die Kupplung wahrscheinlich schon rutscht. Ja. Witzig wird gleich auf jeden Fall, ich fahre eine ganz andere Linie als Nico. Ja? Ja, also ganz anders nicht, ist jetzt übertrieben, aber 2-3 Kurven müsst ihr schon merken. Aber guck mal, selbst hier so ein Jahres-GR, kannst schon gut halten, ne? Und wir sitzen hier gerade zu zweit. Hier ist halt krass, ne? Also in der Kurve, finde ich, merkt man es gefühlt am meisten, wie das Auto auf einmal einlenkt. Da beißt sich Nico an hier. Also wir sind mit 2-0 rausgefahren gleich. Was wir drauf haben, ist schon mal ein Indiz, wo wir reifenmäßig gerade fahren. Ich sage, wir sind locker bei 2,4 bis 2,6. Und da wird man sich erschrecken, was wieder passiert, wenn wir wieder runter auf 2-0 gehen. Denkst du, du kriegst ihn noch wärmer gefahren? Ja, ja. Okay. Also ich habe ganz, ganz viele Reserven, das merke ich noch. Dann machen wir wieder 2-0, weil dann fährst du ja automatisch wieder ein bisschen hoch. Ja, aber echt, also der Reifen funktioniert so gut. Vor allem, er macht keine Geräusche, gar nichts so, ne? Fährt ich glaube, wegen Einfahren muss man sich hier auch keine Gedanken machen, weil bei der Leistung... Naja, aber es gibt echt ganz viele Reifen, wo man tatsächlich sagt, dass die ein richtiges Peak haben. Das heißt, dass die sofort da sind. Mhm. Und diese Steine auf der Strecke, ne? Überall. Ja. Du wolltest das Auto ja zum Glück eh neu lackieren. Ne? Ja. Schon einfach ein geiles Hobby. 4,5 Sekunden sind es sogar. Also 1,56,1 gegenüber 2 Minuten 8 war das. Ich springe raus, ich guck mal. So, vorne. Ja, 2,46. Hinten nicht ganz so warm, hinten ein bisschen weniger. Also wir haben 2,3. Und 2,4 gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, was Nico gleich sagt. Ich sage, das ist nochmal eine ganz andere Nummer gleich. Vorne 2,4, hinten 2,3 waren drauf. Okay, ja, ich hätte sogar mehr gedacht. Ich hätte auch einen Tucken mehr gedacht, aber jetzt sind wir wieder bei 2,0 rundum. Jetzt geht's um die goldenen Ananas. Reifen sehen auch gut aus. Also sind schon wirklich komplett angefahren. Aber du machst es auf jeden Fall gut, Nico. Danke. Bremspunkte werden auch gefühlt von gerade zu gerade später. Jetzt kommen wir auch schon in den Bereich, wo ich sagen muss, wo die Runde auch schon echt verdammt schnell wird. Aber krass ist, wie das Auto einfach Traktion ohne Ende hat. Vorne, hinten, links, rechts. 1,54,2. Und mit 6,5 Sekunden schon schneller. Das Auto echt perfekt. Ja. Ja,
Auto gar nicht mehr übersteuert, so beim... Ja, gar nicht. Komm schon! Jawoll! 1,52,6. Ja, dabei belasse ich es jetzt auch. Geil. 8 Sekunden schneller. Ich glaube, ja, das ist echt krass. Ich finde 8 Sekunden ist schon eine Ansage. Also die Gruppe 1,52,6 weiß ich, muss ich mir auf jeden Fall schon mal die Schuhe zumachen. Dafür sind die noch jetzt hier zu lose. Also meinst du echt, 2-3 Sekunden wäre noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal, ich habe den Curbs ja gar nicht komplett ausgefahren. Ja, ja, klar. Aber 1,52,6 zu 2 Minuten 8 ist schon... Ja, mega. Schon krass, weil jetzt muss man, man muss den Zuschauern einfach immer mal vermitteln. Stellt euch mal an eine Startzielgerade, Auto Nummer 1 fährt vorbei und dann 8 Sekunden. Wie lange das dauert? Das ist wirklich... Das ist, also 8 Sekunden, sage ich, ist die ganze Startziel. Ja. Also du biegst hinten schon wieder ab, wenn auf der anderen Seite das Auto drauf fährt. Ne? Ja. Und das ist schon, das ist dann schon krass. So, und dann sagen Leute, sie können den Reifen auf der Straße testen, aber das merkst du ja wirklich nur hier, wenn du wirklich Spitze fährst. Das sage ich auch immer, denn niemals kriegst du den Reifen überhaupt im Ansatz irgendwie in das Temperaturfenster noch irgendwas so, ne? Ja. Dein Sitz kann ich dich vorwarnen, ist auf jeden Fall schon mal nass. Ach, alles gut. Ich habe extra mit Absicht gerade einmal Klima angemacht, dass wir hier einmal runterkühlen. Ich habe sie extra ausgemacht für mehr Leistung. Den letzten PS hier wiederholen. Ah, die große Challenge, das haben wir auch noch nie gemacht, Alter. Mit einem Auto und zwei Leute. Aber 1,52,6 ist definitiv eine Zeit, die man nicht mal eben so fährt mit dem Auto, das habe ich schon gemerkt. Let's go, let's go! Kapelle, Kapelle. Das Gute ist ja, ich weiß jetzt ja immerhin schon mal, wie du gefahren bist, welche Gänge und so weiter. Ne? Das macht natürlich schon viel aus. Lenkt aber richtig schön. Ist frei. Richtig schön frei ein. Ja, ist geil, ne? Jawohl. So, pass auf, erste Kurve, die ich anders fahre als du, ist die hier. Mega gut das Auto, ne? Hätte ich ja gar nicht gedacht. So, einmal gucken, wo der Begrenzer ist. Ich bin nämlich einer, der immer bis kurz vorher fährt. Ja, Alter, was der Reifen extrem gut macht, ist einlenken. Hier fahre ich viel, viel enger zu. Ist immer so weit außen gefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass man so spät bremsen kann mit dem Koffer. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch noch später bremsen. Nee, das sage ich nicht. Weil es fühlt sich als Fahrer tatsächlich sicherer an als Beifahrer. Ja, voll. Ach, entspannt. 1,54,0. Erste Runde. Fährt übel geil das Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem schon so schnell. So, pass auf, ich zeig dir jetzt, wo es lang geht. Rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen. Jetzt erst bremsen, einlinken. Hinten runter. Oh. Und hier musst du hart bremsen. Ja. Oh. Mach du mal ein bisschen hart. Okay, jetzt haben wir. Hier ist wichtig, früh auf dem Gas stehen, Lenkung aufmachen, nach ganz außen. Ja. Wie mache ich mich aus? Nach oben. So, und hier wirklich bremsen, rein, ganz innen rum. Und voll drauf stehen bleiben. Und Lenkung aufmachen. Hier können wir fast voll fahren. Kurz einmal antippen. Rum, weit nach außen. Körper rum. Körper rum. Und hier wirklich innen rein. Kein Meter verschenken. Hier ist wichtig, möglichst die gerade Linie finden. Guck mal, wie gerade ich hier durchfahre. Ja. Und gar nicht so weit nach außen. Jetzt fängt er gut an zu untersteuern. Jetzt
jetzt Bremse weich gewesen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, jetzt ist Bremse am Limit. Also das war jetzt eine 1,58, ne? Ja. Das ist ja scheiße mit der Drifterei hier, ne? Ja. Ich würde sagen, ich finde noch in der nächsten Runde eine Sekunde. Mhm. Die schon noch, aber darum geht es ja gar nicht, weil ich finde einfach, für das zur Verfügung stellen des Autos, vielen, vielen Dank, darfst du lieber jetzt noch ein bisschen fahren. Auf jeden Fall müssen wir die Bremse jetzt gerade erstmal kalt fahren. Ja. Ey, aber geil zu sehen. Ja, ich sag immer wieder, das habe ich aber selber auch erst gelernt. Linie, ne? Ja. Linie ist einfach das A und O, ne? So, und ich sage dir, du wirst gleich alleine unter 50 fahren. Nur mit den zwei, drei Sachen. Ja, ja, somit halten wir fest. Erstmal, mega geiles Auto. Wirklich, also. Wenn man sich überlegt, so ein Auto kriegt man ab 10.000 Euro. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, Fahrspaß, wenn ich mir überlege, wie im Verhältnis so zum X-Pro das Auto schon fährt vom Einlenken. Weil hier merkt man wirklich die Gewichtsverteilung, wie geil das Auto einlenkt und wie stabil der auf der Bremse ist. So, jetzt überleg mal, du machst hier wirklich mal richtige Belege, Scheiben drauf, soll Salem ein Fahrwerk und Stabis schicken und man fährt so eine Pelle hier drauf. Dann sag ich, fährst du mit dem Auto hier im Bereich von einer tiefen 40, ne? Eine tiefe 40 und das mit der Leistung und so, ne? Ich lasse den Helm auch so durchgespitzt, bin ich. Hat mega Bock gemacht. Vielen, vielen Dank an Yokohama für die Reifen. Vielen, vielen Dank an Polibauer für diesen Trackday. Ja, trotzdem, Nico, meinen Respekt hast du für die Zeit, weil ich weiß ja, dass du mit dem Auto auch nicht viel auf der Rennstrecke gefahren bist und auch nicht viel hier in Oschersleben gefahren bist. Ne? Ja. Und ich habe ja schon ein paar Runden hier gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst ein paar Sekunden auch noch finden. Man hat richtig gemerkt, dass es, du brauchtest ja auch eben gerade erstmal das Vertrauen in diesen neuen Reifen, ja, weil du das ja gar nicht so kanntest, wie so ein Semi-Slick da wirklich funktioniert halt. Ne? So. So, ne? Und gerade in dieser dreifach links, ne? Also gefühlt, ich glaube wirklich, du kannst gerade stehen lassen einlenken. Wahrscheinlich schon. Ne? Dann einfach nur ein bisschen Hälfte rausnehmen, durchrollen lassen und was halt wirklich hier wirklich geil ging, solange er gebremst hat, dieses kurz antippen, ne? Dieses kurz antippen, einlenken, umlegen, ne? Das war halt, das war halt ein Traum, ne? Wir halten fest, 2 Minuten mit alten Reifen, dann ist Nico gefahren, 1,52 mit den Semis, 8 Sekunden gefunden, ich gerade noch mal eine Sekunde schneller gewesen, war trotzdem geil. Viel Spaß beim Schneiden, danke fürs Zuschauen, danke für diese Möglichkeiten, lasst ein Abo da oder ein Gefällt mir oder ein Kommentar. Wenn ihr zum Beispiel genau das gleiche mit irgendwelchen anderen Autos sehen wollt, irgendwelche Vergleiche, wir sind für alles zu haben. Tschüss, danke, bis zum nächsten Mal.